Ich glaube, jeder erlebt irgendwann mal ein Wunder. Meins war, dass ich ausgerechnet gegenüber von Margot Roth Spiegelman wohnte. Sie war zweifellos das hinreißendste Wesen, das Gott jemals erschaffen hat. Margots Leben bestand aus einer Reihe unglaublicher Abenteuer. Willst du dieses Mädchen bis zum Ende der Highschool weiter anschmachten? Bis kurz vor unserem Schulabschluss waren Margot und ich praktisch Fremde. Bis zu jener Nacht. Was? Margot? Ich brauche deinen Wagen. Was? Ich muss heute Nacht 9 Dinge erledigen. Kannst du nicht deinen Freund dafür einsparen? Inzwischen mein Ex-Freund. Mein Freund hat mich betrogen. Der Rachefeldzug beginnt. Nicht so schräg, wie es aussieht. Hör auf! Du bist total durchgeknallt. Mach das Foto. Jetzt. Okay, das hat Spaß gemacht. Ich fühle immer noch, wie mein Herz schlägt. So sollte sich dein ganzes Leben anfühlen. Wunderschön. Es ist eine Plastikstadt. Plastikhäuser und Plastikmenschen. Alles wird hässlicher, je näher man kommt. Du nicht. Denkst du, morgen früh ist alles anders? Das hoffe ich zumindest. Margot hat immer Rätsel geliebt. Vielleicht sogar so sehr, dass sie selbst zu einem wurde. Sie ist verschwunden. Wann hast du Margot zuletzt gesehen? Du warst in ihrer letzten Nacht bei ihr. Das muss doch was bedeuten. Da hängt was in Margots Fenster. Sie hinterließ kleine Spuren wie Brotkrümel. Ich habe was entdeckt. Das soll eine Nachricht für dich sein. Komm und finde mich. Wer in die Plastikstädte geht, kommt nie mehr zurück. Ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Ich komme mit dir. Wenn sie mitgeht, gehe ich auch mit. Nicht immer auf Nummer sicher gehen, mal was riskieren. Vielleicht ist das das, was sie mir sagen will. Tja, ich habe eine Mission. Hey! Du liebst sie, stimmt's? Ja. Jeder erlebt mal ein Wunder. Meins ist Margot Roth Spiegelman.